Oh, mein Spinnensinn dreht durch. Was ist da drüben los? Zähl nicht mehr viele. Mann, die halbe Stadt wird absaufen, wenn diese Babys hochgehen. Eine entschärft. Wer weiß, wie viel noch. Ich muss diese Bomben finden. Oh, das hat nicht geklappt. Scheint, als müsste ich hier die Methode brutale Gewalt anwenden. Wow, wer hätte gedacht, dass Bombenentschärfen so einfach ist? Überlass es dem Bombenkommando. Ja, sicher. Ab jetzt bin ich das Bombenkommando. Du kannst uns nicht alle fangen! Oh, sicher. Bombe und weg. Zuerst die Bombe, danach die Verbrecher. Scheint, als müsste ich hier die Methode brutale Gewalt anwenden. Du wirst uns umbringen! Was ist los mit dir? Lass mich! Du wirst uns umbringen! Hier, nimm, Netzheini! Ein kleines Zeichen unserer Wertschätzung! Is
Der verrückte Bomber verschafft uns Überstunden ohne Ende, was, Detective? Ich bin rund um die Uhr an dem Fall dran und habe keine Ahnung, wer er ist. Wir müssen schnell etwas finden. Alle Einheiten, möglicher 1033 an der George Washington Bridge. Und schon geht's wieder los. Ich hol das Bombenkommando zur Unterstützung. Spidey, sei vorsichtig. Du hast nicht den ganzen Tag Zeit. Mach mal hin. Noch so eine Bombe. Ich sollte sie aber entschärfen können. Kein Problem. Ich habe bei den Bomben jetzt den totalen Durchblick. Ich schwing mich lieber zu der Fabrik und sehe, ob jemand Hilfe braucht. Ihr schon wieder? Sucht euch ein neues Hobby. Das System startet eine automatische Notfallumleitung. Du kommst zu spät, du Held. Die Stadt ist erledigt. Der Schutzschuss wird jetzt zu den unterirdischen Tanks umgeleitet. Wenn die Flamme brennt die ganze Insel nieder. Tut mir leid, Leute, aber in dieser Party drehe ich den Saft ab. Wir werden sehen. Gentlemen, lassen Sie ihn nicht an die Ventile. Gefahr. Der maximale Druckwert wurde überstiegen. Ablassventil 1 wurde geöffnet. Oh nein, da spritzen Chemikalien aus den Ohren. Ich muss das irgendwie stoppen. Ich werde mich rächen.
Spidey, du musst mir helfen. Ich rette dich, du greifst mich an. Schätze, darum bist du wohl der Böse. Spider-Man ist gerade aufgetaucht. Ich war gerade in der Gegend. Bleib ruhig sitzen. Scheint, als wäre gerade Verstärkung aufgetaucht. Ihr Jungs kriegt Punkte für Motivation, aber schlechte Noten für Grips. Wie verhindert man, dass sie den Tank rausbekommen, fragte ich. So spüre ihn. Was macht ihr da? Ich sagte, ladet den Tank! Spider-Man? Ich hätte wissen müssen, dass du deine Nase wieder in meine Angelegenheit. Scheint, als wärst du der Dompteur dieses kleinen Zirkus. Damit ist Schluss. Nicht heute, Spider-Man. Du wirst mit dem restlichen Müll hier verbrennen. Und mich. Hey, wir sind hier noch nicht fertig. Bist du endgültig raus aus dem Heldengeschäft? Oh nein. Spider-Man, du bist gefeuert! Schon wieder. Soll ich euch was verraten, Leute? Ihr könnt ausstempeln gehen.
Mr. Jameson, du musst ihn retten. Look, Carlyle, Sie sind der verrückte Bomber, aber Sie sind doch ein reicher Geschäftsmann. Das war ich, bis dein Käseblatt dafür gesorgt hat, dass der Stadtrat meine Firma untersucht. Du hast mich vernichtet. Sie haben sich selbst vernichtet. Sie haben Leute betrogen. Sie sind ein Gauner. Sir, Spider-Man ist auf dem Weg hierher. Vielleicht hat er die Stadt gerettet, aber dich wird er nicht retten. Wenn diese elektrische Krawatte weit genug von diesem Transmitter entfernt ist, zap! Selbst wenn Spider-Man dich fängt, werdet ihr beide den Times Square erleuchten. Mich fängt? Diese Schlagzeilen nie ernst gemeint. Du willst nur beweisen, dass ich Unrecht habe. Meine Fotografen, wenn ich sie brauche. Bleiben Sie hier. Mach ihn fertig, du kannst es! Immer jetzt bloß nicht rum!
Karlein, wer der Boss ist. Ist dir das zu heiß, Spider-Man? Dafür, dass du dich mit J. Jonah Jameson angelegt hast, Carlyle! Zeit für die Insektenklatsche! Aber ihr seid entlassen! Das tut vielleicht weh. Oh. Wow, hat funktioniert. Sehr lustig. Wenn du glaubst, dass ich dich in Ruhe lasse, weil du mein Leben gerettet hast, liegst du falsch. Das hatte ich mir gedacht. Hey, Spider-Man, ich wollte nur... Nichts zu danken.